Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Hey. Ich bin draufgekommen, die letzten beiden Male habe ich auf eine dumme Art, also wirklich abgedreht, kam es dazu, dass ein Teil der Aufnahme fehlt. Habe ich gut gemacht, aber noch nicht, dass ich mir anschaue, dass es passt. Ach, vielleicht jetzt, nachdem ich es gesagt habe. Na, wurscht. Ich bin gerade durchgegangen. Ich habe gesehen, wir haben 26 Staaten in Turmoil. Ich glaube, das sind alle, bis auf quasi unsere Kernlande. Also bis auf Österreich, Steiermark, Tirol. Und Schlesien. Das eroberte Gebiet Schlesien gehört auch die nicht. Was ich interessant finde, ist, dass selbst Südtirol in Turmoil ist, obwohl Südtirol auch hauptsächlich österreichische Bevölkerung hat. Sprachige. Ich verstehe nicht ganz, wie die auf Turmoil kommen. Die haben so viel Mitspracherecht, wie sonst kaum jemand in ganz Österreich. Egal, kann man nichts machen. Wird praktisch niemand interveniert in Tirol. Und sind sogar relativ prosperous. Da kann ich das nicht mit dem Moser machen, frage ich mich. Offiziere geht's gut. Clarks geht's wirklich ganz super. Allen gut. Selbst den Arbeitern geht's großartig. 7,5 für Laborers, bitte. Standard of Living ist großartig. Und trotzdem. Ich meine, der Durchschnitt ist 15,2. Und die haben dort wahrscheinlich einen Standard of Living von, keine Ahnung. Kann ich den mal anschauen? Von 20,5. Das heißt, das ist um 5 Punkte besser als mein Durchschnitt. Es ist besser als in allen anderen Staaten in Österreich. Wirklich besser. In Österreich. Wie kann es sein, dass ihr radikal seid und euch gegen mich auflehnt? Euch geht es zu gut wahrscheinlich. Naja. Kann nichts machen. Ja, unser BIP ist nach dem letzten Krieg, den wir geführt haben, etwas gesunken. Aber der wird sich bald wieder erholen, hoffe ich. Wir haben schließlich zwei Kolonien von Portugal erobert. Sambesi. A. Sambesia. Sambesi. Und wir fangen nicht an zu kolonialisieren. Interessanterweise haben das auch die anderen nicht wirklich gemacht. Frankreich hat es ein wenig getan. Aber selbst Frankreich hat weitem weniger kolonialisiert, als sie eigentlich können. Was ich interessant finde, es sind noch weite Streifen Landes nicht kolonialisiert. Spanien hat ein wenig kolonialisiert. Aber auch lächerlich wenig eigentlich. Okay, Transvaal hat die liberale Revolte nicht durch.
Also wird sich nicht umsetzen, so. Offensichtlich. Obwohl Transfall selbst ist eigentlich auch liberal. Interessant, die liberale Revolte ist konservativ. Ging so nicht richtig laufen. Naja, egal. Anyway. Wir machen einfach weiter wie gewohnt. Wir haben jetzt 500 Influencer. Notorious. Ja, wir warten einfach, bevor wir wieder irgendwelche Dinge tun. Mal abgesehen davon, dass wir einige Sachen sowieso nicht machen können. Hallo? Nicht. Mein Name möchte noch einmal, dass wir in den Krieg eintreten. Das hatten wir das letzte Mal schon. Ich habe das letzte Mal schon abgelehnt. Und ich will auch jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ich will mich eigentlich erholen von diesem letzten Krieg. Nicht noch einmal mit Spanien in den Krieg gehen. Auch wenn ich rein theoretisch die Obligation von deinem Namen mag. Die Fans in Death, das ist gut. Das macht unsere Armee stärker. Nein, das interessiert mich nicht. Großbritannien soll machen. So. Wir haben festgestellt, wir sind militärisch irgendwie nicht so, wie ich hoffen würde. Deswegen sollten wir noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Wargaming. 5% morallos. Concrete Fortification. Ja, machen wir zuerst die billigen Sachen, oder? Das ist minus 5% Moral los. Ja, ein Plus von 100.000. 3. Heißt, wir könnten noch ein paar Diplomaten machen. Nein. Dauert. Wen könnten wir fragen? Schleswig, Skandinavien, Perak. Wie viel? Minus 134. Servus. Schleswig sind minus 65. Ja, Schleswig werden wir schauen. Dass wir die noch verbessern. Mecklenburg aber. Das Mecklenburg? Warte mal. Wo ist denn Schleswig? Schleswig? Okay, machen wir Mecklenburg und Holstein vielleicht. Könnten natürlich auch versuchen, die Niederlande einzuholen. Denen Oldenburg, Bremen, die kosten alle 2,25 bis zu Temper. Oh ja. Hamburg. Was bringen die alle irgendwas überhaupt für mich? Skandinavien ist genauso teuer wie Holstein. Hier machen wir Mecklenburg und machen wir Skandinavien.
Wir wollen Preußen noch mehr isolieren. Außerdem, vielleicht schaffen wir es, Preußen in unseren Dings in den Park zu bringen. Das wär's. Preußen haben wir jetzt so sehr geschwächt, dass sie eine Schwammelnation sind. Jetzt meine Space-Taste nicht mehr. Andere Tasten funktionieren. Okay. Ah. Ich habe, glaube ich, meine Space-Taste dominiert. So, wir haben 100k plus. Das heißt, was wir machen ist, wir werden das Budget wieder ein Minus. Oh, das überleben wir schon eine Weile. Vielleicht holen sich da noch einige von den Leuten, die jetzt ein Problem mit mir haben, noch. Aber wir produzieren so viel und so schnell jetzt. So, wir warten auf jeden Fall, bis unsere Bauliste auf etwa 10 bis 20 runter ist und dann schauen wir uns wieder den Markt an, obwohl wir die niedrigeren Steuern haben. Wir machen Diplomatiezeug. Ja, das war ein, dass das passieren würde. Ich hatte echt keine Lust, einen Krieg zu führen. Das war's. Wir werden jetzt mal bis ins 20. Jahrhundert schauen, dass wir möglichst kriegsfrei bleiben. Die einzigen Kriege, die wir führen, ist genau in dem Bereich, wo wir sind. Wir werden niemand anderem helfen. Natürlich in Deutschland bei den Leuten helfen, aber und in Italien, unseren Untergebenen. Aber ansonsten sollen die Leute. Wir offen und Explosives zu kaufen, sind nicht schon so teuer. Und erst. Ah, yes. Explosives sind eh schon so teuer und dann kaufen sie mir auch noch weg, die Idioten. So, warte mal. Für unseren. Für unseren Markt bestimmt. Kann man noch welche kaufen? Ja klar, aus dem bayerischen Markt, das ist immer gut, weil wollen wir ja, dass sie dann im Endeffekt zurückkommen, genauso die Preußen. Die Briten eigentlich nie. Kanadier vielleicht. Das bringt zwar alles urwenig, nur weil wir brauchen Unmengen an Glas. 3000. Das kann ich gar nicht herstellen. Im Wunder 11, 13. Ah, noch mehr. Von Unmengen an Glas. Glasbläsereien, keine Ahnung, wie das heißt. Violence escalates. Too much in Venetia has suddenly turned violent as protesters and police retreat. Plastik verbessert unsere Glasproduktion. Have the police back. Plus 25% Elimination
25 alles from living. Give the police free rein. Ja. Okay. Ausgezeichnet. Plastik ist gut. Können wir, glaube ich, in allen Cleanworks einsetzen. Da brauchen wir Öl in Unmengen. In wirklichen Unmengen. Aber dafür produzieren wir viel, viel mehr Glas. Wir machen das nicht überall. Weil es geht sich nicht aus überall. Machen wir mal den East Park hier. Und die machen wir es auch. Das wurscht ist. Und wenn wir dort nichts mehr machen werden. Nichts mehr dazu bekommen werden. Und vielleicht. Ja. Ah ja, okay. Öl ist jetzt dann schon wirklich sehr teuer. Glas runter. Öl rauf. Öl gehört uns. Können wir noch irgendwo was verbessern? Ja, Westgalizien. Fulle Wäsch. Oh, mal was verbessern können auch. Nein, können wir nicht. Ich meine, das ist ja wohl ein Witz. So, außerdem brauchen wir Railways. Ansonsten kommen die nicht auf den Markt. Das wäre ganz, ganz, ganz schlecht. Und schon wieder sowas. Was ist das? Was ist das? Oh, ich hasse euch, Engländer. Keiner mag euch. Ihr habt noch nicht einmal eine schlimme Reputation, obwohl ihr ständig irgendjemanden angreift und euch überall die Nasen reinsteckt. Alle Angelegenheiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Preußen in meinem Markt haben will. Ich will irgendjemanden in meinem Markt haben, der Öl produziert. So, warte. Das heißt, wir könnten uns die Märkte anschauen. Shamari-Markt. Öl. Nein. Ah, wieso bist du im russischen Markt? Das bin ich nicht richtig. Hast du Öl? Na, warte mal, Öl müsste. Nein. Hast du Öl? Nein. Du müsstest Öl haben, oder? Wieso habt ihr kein Öl? Ist Öl hier? Nein.
Kokosöl. Hier. Mann, wie schaut es bei euch aus? Ihr habt auch noch kein Öl. Was schaut es aus? Ihr habt auch noch kein Öl. Natürlich nicht. Dynam Sites with Perak. Noch nicht genug Schaden genommen. Skandinavien, habt ihr Öl? Ihr habt Öl. Ach, ihr habt sogar nur einen Mangel, aber nur einen winzigen. Woher nehmt ihr euer Öl? Ah, von Wading Day ist das. Wo gibt's auf der Welt noch Öl? In Wirklichkeit hier. In Irak. Nein, wir mischen uns nicht ein. Tschüss. Ah, Frankreich hat Revolution. Bist du? Das sehe ich erst. Wieso können wir da nicht uns beteiligen? Hört Frankreich? Ich meine, ist das nicht in meinem Interessensgebiet? Kann doch nicht sein. Wieso habe ich da keine Interessen? Muss ich echt darauf Interessen geben? Nicht. Jetzt. Das werden wir aber behalten. Mal weg von. Wobei, nein. Noch einmal versuchen. Eine gute Idee. So, German Unification. Interessiert mich nicht. Public Trend. Nochmal Pause. Ist one of more than 75% eligible buildings have this? More than 75%. Okay. Has activated public motor carriages. Expand the applications of the telephone. Any Austrian building. Building is electronic industry. Cash reserve is greater than 20. Workforce. And C is greater than 7. Building level is greater than what you can find. Ah, warte mal. Electronics buildings müssen profitabel sein, aber derzeit haben wir, glaube ich, noch keinen Bedarf an Telefonen. Kann das sein? Wir produzieren sie zwar, glaube ich, irgendwo. Haben wir nicht ein Electronics? Doch, Electric 3 haben wir. Oh nein, wir haben sie noch. Eine. Wir haben sie noch nicht
Oh. Ja, okay, das kommt schon noch. Ah ja, wir müssen mehr aufbauen. Nur das werden wir erst schaffen, wenn wir mehr Öl produzieren. Das haben wir jetzt noch nicht. Imperialism und Socialism ist wurscht. Das haben wir auch noch nicht. Mad of Hungary ist egal. Können noch einmal die Congo River. Warum nicht? Good idea. So, was machst du noch für deine Dings? Nein, du hast 60 Typen. Du hast auch 60 unter dir. Hötzendorf. Nehmen wir die. Geld. Aber gut. Wir haben so viele Reserven. Das ist jetzt nicht anders mehr machen. Bei der Kongo-Sache, so wie damals beim Minen, wenn wir dann nicht riskant mehr gemacht haben, haben wir es dann auch geschafft. Und wir wollen das Prinzip. 303. So, Strong Market braucht. Ah, ist greater than 500 Millions. Wir müssen also stärker sein als der stärkste. Oder der stärkste. Oder der zweite. Warte mal. Der zweite hat derzeit 265. Das heißt, wie der zweitstärkste. Wieder der stärkste andere Gegner so. Sein. Weil das war definitiv nicht 500. Ja, wieder. Ah, und wir haben jetzt auch wieder mehr Bürokratie über da. Die kriegen wir eh schon. Naja. Machen wir das bei dir auch. Und dann machen wir es noch bei dir natürlich. 240, das geht sich aus. Und du 110 geht sich aus. The expedition arrives. Onward! Let's face, Burschen. Oh, das ist aber schnell gegangen. Ja, aber das geht nicht so. Ach, und die Schweiz hilft den Franzosen, ist ja süß. Das heißt, die Revolution wird auf jeden Fall viel.
also an der Grenze stationiert haben gegen die Schweizer. Obwohl jetzt hat es nicht mehr so, dass wir irgendwie gratis rücken. Ah, jetzt haben sie auf jeden Fall Truppen hier. Und die Schweizer haben auch eher schwache Truppen. So, wer ist denn noch im Krieg? Die Schweiz und was hier nicht was so. Ah, das wird dann ganz oben ist auf der Front. Ah, ich glaube, das werden die Revolutionäre wahrscheinlich dort nicht gewinnen. The White Fog. Dawn, the expedition wakes up to find it end. Fog surrounding them, greatly impairing their vision. There it was before us, a vicious and coagulated layer of nature's ill breath, like a mass of rotten ivory blood, making it impossible to get out our steamboat was, making it impossible to even guess who the man next to us was, or whatever he was, or whether he was still alive. Fullness of life. In delete resemble peace. We should ignore it and continue our journey. In progress peril, order. It is not safe to set sail in these conditions. Machen das. So, das hingegen könnte mich fast schon interessieren. Nein, könnte mich interessieren. Russland. Ja, sagen wir doch Russland. Okay. Wie schaut's aus? Sind wir noch infamous? Notorious? 51. Aber bald nicht mehr. Hammer. Ist das, haben wir schon eine bei euch? Nein. Noch keine. Oblig. Das heißt, wir warten und warten und warten. Wir warten, bis uns Leute mehr mögen. Aber mein Kompass ist so langsam. Central Planning unlocked. Plus 25 Text Capacity. Brauchen wir, glaube ich, halt nicht, aber ist auf jeden Fall nicht. Wir haben viel Bürokratie in unserem Land. Noch 11 Jahre, 50 incorporated. Was mit Suez? Das ist incorporated. Yay. Sind einfach. Schließe ich nicht auch, oder? Passt.
White Fork. Ah. Yeah, it was before. Ja, das hatten wir schon. Nein, wir machen es noch. Wir machen nochmal die Safe-Sache. Meine Güte, dann dauert es halt 3 Jahre, bis wir überhaupt losfahren. Irgendwie, ja. Ist okay. Brauchen wir alles nicht. Nur 740.000 Loyalisten und 23 Millionen. Bist du irre? Warum unser Land noch nicht implodiert ist, frage ich mich gerade. Da haben wir auch einen Haufen Radikale. Wie ist das da unten? Yep. Radical, könnte man sagen. Ja. Ein Stück von den Revolutionären zurückerobert. Aber die Schweiz tatsächlich möglicherweise verlieren. Das ist gut. Wir wollen, dass dieser Krieg lange dauert. Wenn möglich. Die Schweiz ist auf jeden Fall nicht schlecht für die Revolutionäre, wenn sie das tun und schaffen. Ich meine, wir werden sie wohl kaum rauswerfen können. Peasants Revolt. Ja. Und schauen. Wir revoltieren trotzdem. Tja, was soll ich sagen? Das geht mit hart gerecht. Hey, und das Verhältnis. Yay. Jo. Die Revolutionäre grundsätzlich. Ich meine, Frankreich ist nicht so ganz klar, aber im Endeffekt wird Frankreich gewinnen. Ich will nicht. Henker. Oh,
warte mal. Wann ist der Kaiser gestorben? Wieso habe ich da keine Meldung gekriegt? Wieso ist Franz Josef glatzköpfig? Um 62. Das Franz Josef anschauen. Ist etwas besser als sein Onkel, aber jetzt nicht wirklich großartig, ja? Immerhin ist er beliebter als sein Onkel. Der hat ja ziemliche Probleme mit der Beliebtheit. Aber er hat auch eine Psychological Affliction. Minus 50 Popularity und minus 10% Character Health. Ah, das ist nicht dem armen Franz Josef gegenüber. Sea Lane Strategy. Naval Base Maximum Level. Okay, wisst ihr was? Dann brauchen wir gleich unseres. Nochmal um 5. Und wenn wir das machen, machen wir auch gleich den Shipyard um 2 stärker. Die Schiffe brauchen wir ja auch. Hey, Crocodiles, das hatten wir schon das letzte Mal. Fight for your life. Life prevails. Give this man a raise. Yay. Dem glücklichen Wert das Glück. Was? Dem tapferen Wert das Glück? Keine Ahnung. Was, Baden, hast du schon eine Obligation? Nein. Noch keine Obligation von. Deutschland ist erstaunlich ruhig. Nach den vielen Revolutionen vor 15 Jahren. Ah, ein weiteres Mitglied stirbt. Tell them to push on oder find him. Push on. Peril is peril. Auch wenn Peril offensichtlich mehr ist als meiner Peril. Danzig support uns jetzt. Warte mal. Ich bin mir fast sicher, dass wir Deutschland einigen könnten. Kontrollieren 17. Was brauchen wir? Wir brauchen 19. Wir haben die Preußen, wir haben die österreichischen. Achso, Bayern Preußen. Bayern unterstützt uns interessanterweise nicht. Sachsen auch nicht. Und Teilsachsen. Hannover ist auch geteilt. Oldenburg unterstützt. Sollten wir in Oldenburg investieren anstatt Mecklenburg? Schleswig-Holstein sowieso niemand. Auch niemand. So, dann vielleicht erst. Mecklenburg gehen und nach Oldenburg zu kommen. Ein Minus. Wir warten auf die Obligation. Danke.
Und ihr seht, wir sind schon auf 5. Wir produzieren so rasch jetzt. Das ist unfassbar. Und wir sind schon wieder auf 380 Milliarden BIP. Und den restlichen Zone jetzt, oder? Ja, Großbritannien holt auch wieder auf. Ja, was waren wir das letzte Mal 306? Das heißt, wir hätten circa Milliarden gemacht, während sie 5 gemacht haben. Kann das sein? Frankreich. Nicht. Frankreich hat es geeinigt zu bleiben. Warum schaut es so komisch aus? Haben die jetzt einen Krieg mit Frankreich oder wie? Wieso ist das? Oder ist das ein Fehler im System? Was? Er ist im Krieg mit Brasilien? Aber Brasilien. Ah! I see! Das revolutionäre Frankreich hat gewonnen. Opium Addiction. The Need People are experiencing severe effects of Opium Addiction. The use and abuse of the substances throughout Lower Egypt. Perhaps we can treat it as a medical matter. Okay. Können wir jetzt nichts machen. Boat repairs. A boat has been damaged by unnoticed boulder. Trying to navigate one of the river's most slender meanders in höher. Nein, das lese ich jetzt nicht. We need to stop and take care of it. Not afford to lose any time. Now of cannon fire. Ein hinniges Boot können wir uns auf keinen Fall leisten, auf einem Fluss wie dem Kongo. Das heißt, das revolutionäre Frankreich hat gewonnen. Oder was an? Damit habe ich nicht gerechnet. Warum existiert Grau Para eigentlich? Ich habe mal Südamerika noch nicht angeschaut. Hier ist alles schief gelaufen, was nur schief läuft. Ah, kommunistisches Louisiana. Ja, das kommunistische Louisiana. Wow, Wahnsinn. Eine Council Republic. Kanada scheint auch frei von Großbritannien zu sein, ja. Und es gibt noch ein indianisches Reservat. Yay. Wir sollten jetzt nur noch in Famous sein. 43,9. An dieser Stelle, Herrschaften, werden wir Schluss machen für heute. Das ist ja 8,93. Wir haben nicht allzu viel gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Hauptsächlich haben gewartet, dass unsere Infamie runtergeht. Auch nicht allzu viel in der Welt passiert. Frankreich hat eine kleine Revolte. Eine größere Revolte, die dazu geführt hat, dass wir jetzt
Weltmacht Nummer 1 sind. Wir haben weit mehr Prestige als Frankreich und Großbritannien. Wir sind auch viel zu den anderen Babblern. Ist okay. Ah. Wirtschaftlich Stärke, jetzt haben wir schon wieder 10.000. Nein, 10.000 sind es nicht. Ja. Die war auch als. Wir haben wirtschaftlich Großbritannien und Frankreich halbwegs abgehängt. Das Market will, dass wir jetzt nur 15 Milliarden haben. Ja, es hängt ab. Oder vielleicht vom zweiten und dritten gemeinsam? Nein, keine Ahnung. Warte mal, warte mal, warte mal. Großbritannien hat diesen Krieg verloren gegen Perak. Wie kann das sein? Der Computer. Good for you, Perak. Ich wette, wenn ich mitgeholfen hätte, wäre es nicht so gut gegangen. Wo ist Perak überhaupt? Ah. Wie kann das sein? Haben die Briten keine Schiffe zum Anlanden? Oder der britische Raj gesagt, nein, das wollen wir nicht und haben nicht mitgemacht? Das könnte natürlich sein. Naja, egal. Ihr seht, wir werden immer besser unseren Nachbarn. Okay. Alle dort. Okay, wie schon gesagt, wir machen Schluss für heute. Es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.